Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr so zahlreich dabei seid bei unserer Webinarwoche zum Thema JTL Shop 5. Wir haben in den nächsten 5 Tagen eine ganze Menge vor mit euch. Und zwar wollen wir uns mal anschauen, was der JTL Shop 5 dann so alles mitbringt. Und heute wollen wir beginnen mit dem Upgrade von JTL Shop 4 auf JTL Shop 5. Was ist zu beachten? Wie kann man am besten sich vorbereiten auf ein Upgrade? Und in den kommenden Tagen gucken wir uns dann nochmal ein wenig speziellere Gebiete an. Zum einen morgen dann Nova Template und OnPage Composer. Und wir gehen auch auf den JTL Extension Store und die Plugins für JTL Shop 5 ein. Danach gibt es noch einen kleinen Überblick am Donnerstag über die Payment Plugins für JTL Shop 5, bevor es dann am Freitag tatsächlich in die, ja, Corona-Zeit, möchte ich fast sagen, auch geht. Und zwar mit der Möglichkeit, den JTL Shop 5 auch als App auf dem Smartphone nutzen zu können. Mobile Shopping, immer größeres Thema, gerade in den aktuellen Zeiten. Bevor wir aber dahin kommen, soll es, wie gesagt, heute um das Upgrade von JTL Shop 4 auf JTL Shop 5 gehen. Und damit wir einschätzen können, ob ihr uns verstehen könnt, kommt hier, wie gewohnt, die Kurzumfrage, wo wir euch bitten, einmal abzustimmen. Ich sage wir, ja, ich begrüße an dieser Stelle auch meine Kollegen Falk Prüfer und Julian Giesen aus den Shop-Teams und Support-Teams für JTL Shop. Vielleicht könnt ihr auch schon mal ein paar Worte verlieren. Ja, dann fange ich gleich mal an. Hallo in die Runde. Herzlich willkommen. Ich bin Falk Prüfer. Ich bin Teamleiter in der Software J und der Teamleiter für den JTL Shop am Standort in Halle an der Saale und werde heute den Vortrag beginnen und danach an meinen Kollegen Julian vom Support abgeben. Ja, dann sage ich auch mal Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Julian Giesen. Ich bin der Teamleiter vom JTL Shop Support Team. Und ja, ich werde dann von dem Falk übernehmen, um den klassischen Upgrade-Prozess einmal durchzuspielen. Jawohl, das sieht auch von den Antworten her schon sehr gut aus hier. Uns können überdurchschnittlich viele verstehen. Grundvoraussetzung für ein Webinar, wie ich denke, für alle anderen, die uns nicht verstehen können, kommt in diesem Moment im Chat nochmal eine alternative Zugangsmöglichkeit per Audio. Und ich denke, dann können wir an dieser Stelle auch die Kurzumfrage beenden. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle noch. Natürlich wird es Fragen geben. Da sind wir uns ganz, ganz sicher. Wir werden zwischen den unterschiedlichen Teilbereichen dieses Webinars kleine Fragenbreaks einbauen, um eure Frage zu platzieren. Guckt mal in euer Webinar-Tool. Da gibt es einen Bereich, der nennt sich Fragen. Schreibt uns, was ihr wissen wollt. Und wenn es dann direkt zum Thema passt, stellen wir die Frage in den kurzen Breaks. Ansonsten in einer ganz kleinen, kurzen Fragerunde am Ende des Webinars, so dass ihr dann eure Antworten auch umgehend bekommt. Ich beende in diesem Moment die Kurzumfrage und übergebe den Bildschirm an dich, Falk. Und du solltest jetzt die Möglichkeit haben, deinen Bildschirm zu teilen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier meinen Bildschirm zu teilen und das sollte jetzt Das ist der Fall. auch passiert sein. Jawohl. Gut, dann, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen beim Schreckgespenst-Versionsupgrade. Ich hoffe, dass es kein Schreckgespenst wird. Trotzdem stellt sich die Frage, was ist unterm Strich mühelos? Das mühelose Upgrade im Sinne des mühelos von keine Mühe geben, das kann ich euch oder können wir euch nicht versprechen. Das mühelose Upgrade im Sinne des Gegenteils von mühevoll, vielleicht dagegen eher schon. Also nach dem Motto, mit etwas Mühe und guter Vorbereitung wird das Upgrade in jedem Falle erfolgreich. Grundlegend für ein gelungenes Upgrade ist natürlich der richtige Zeitpunkt. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das neue Major
Release, die neue Shop-Version 5 ist schon einige Zeit verfügbar. Ich habe am Wochenende mal ein paar Stunden Zeit, also mache ich dann mal auf die Schnelle los. Nein, bitte nicht. Ich empfehle, dort lieber auf den idealen Zeitpunkt zu warten oder besser gesagt, den idealen Zeitpunkt entsprechend vorzubereiten. Was ist der ideale Zeitpunkt? Könnte es der Zeitpunkt sein, Release 5.0.1, an dem wir aktuell mit Hochdruck arbeiten. Wenn das rauskommt und noch einige Stolperstellen im Upgrade-Prozess und in der Nutzung beseitigt sind, ist das ein idealer Zeitpunkt? Vielleicht, weil eigentlich ist der ideale Zeitpunkt immer dann gekommen, wenn alles durchdacht, alles vorbereitet, getestet und auch für den Notfall Hilfe verfügbar ist. Also der richtige Zeitpunkt ist immer von vielen Faktoren abhängig und unterm Strich heißt es einfach nur, er sollte nicht überhastet gewählt werden, er sollte überlegt werden, man sollte sich informieren, was will ich mit dem Update erreichen und nach entsprechender Vorbereitung sollte das dann auch alles passen. Mit dem Vorbereiten sind solche Fragen verbunden, wie zum Beispiel grundlegend ist meine JTL-Shop-Lizenz überhaupt gültig und erlaubt sie ein Upgrade? Ausschlaggebend dafür ist das Release-Datum der Version 5.0.0 am 10.12.2020. Ich weiß nicht, ob Julian zum Thema Lizenzen du jetzt schon was sagen willst, aber ich glaube, das Thema kommt nachher in deinem Vortrag nochmal. Ja, ich kann kurz schon auch mal sagen, dass sich das im Grunde immer gleich verhält, ne? Schon seit Shop 3 eigentlich. Das Release-Datum von einer, mittlerweile deklarieren wir es als meiner Version, ist immer ausschlaggebend. Das heißt, Release-Datum 5.0 war der 10.12. Das heißt, für alle Patch-Versionen auch ist dasselbe Datum verantwortlich. Das heißt, hattet ihr am 10.12.2020 eine gültige Subscription, dann werdet ihr auch 5.09 oder 5.015, wo auch immer wir hinkommen, nutzen können. 5.1 ist dann wieder ein anderes Release-Datum. Das müsst ihr dann wieder neu gucken. Okay, danke. Ja, nächste Frage, die man sich stellen sollte, erfüllt mein Server alle Voraussetzungen für JTL Shop 5? Das ist in erster Linie eine Frage, die man sich vielleicht bei einer Neuinstallation stellt, aber auch ein Upgrade wie das von Shop 4 zu Shop 5. Hier haben sich eine ganze Menge Anforderungen geändert und auch wenn man einen Server hat, auf dem ein JTL Shop 4 problemlos und unter Erfüllung aller Bedingungen läuft, heißt das noch nicht, dass das auch bei Shop 5 so sein muss. Es sind ein paar neue Bedingungen dazugekommen. PHP-Versionen, die mindestens erfüllt sein müssen, haben sich zum Beispiel geändert. Und um das zu testen, bietet es sich also auch bei dem Upgrade an, vorher unseren Systemcheck einmal durchlaufen zu lassen. Dazu gibt es in unserem Guide eine schöne Beschreibung des Ganzen. Den Systemcheck kann man sich unter der Adresse auf unserem Bildserver herunterladen. Hier gleich mal noch eine Anmerkung. Alle Links, die hier in der Präsentation auftauchen, die braucht ihr euch nicht abzuschreiben. Ich habe am Ende eine kleine Linksammlung angehängt und die komplette Präsentation könnt ihr euch nach dem Webinar hier als PDF-Datei herunterladen. Da sind also dann alle Links auch mit drin. Wie gesagt, dort kann man sich das Testskript herunterladen, entpacken mit einem entsprechenden FTP-Programm. Das könnte FileZilla sein, aber im Endeffekt geht auch jedes andere. In das Shop-Hauptverzeichnis kopieren, zum Beispiel in einem neuen Pfad /Systemcheck. Und anschließend kann man dieses Skript mit oder über diesen Pfad auf seiner eigenen Webseite vom Shop aufrufen und bekommt dann eine Anzeige, die ihr auch aus der Systemprüfung eures Shop-Backends kennt. Die sieht dann so ähnlich aus. Und hier sollten natürlich alle Häkchen entsprechend auch grün sein, was PHP-Versionen angeht, was benötigte Erweiterungen und Extensions angeht. Und alles das, was nicht erfüllt ist, das sollte auf eurer Agenda landen unter dem Punkt, das ist in Vorbereitung für ein Upgrade zu tun. Alle Shop-Versionen oder alle PHP-Versionen, die Mindestvoraussetzungen für Shop 5 sind, sind auch für Shop 4 zugelassen. Also ihr könnt auch jetzt schon euren Shop problemlos mit PHP 7.3 bzw. 7.4
betreiben, solange das die bei euch installierten Plugins auch zulassen. Also der Shop selbst kann es. Bei den Plugins ist halt immer noch die Gegenprüfung erforderlich. Ja, dann eben die nächste Frage, gibt es für die neue Version alles, was ich benötige? Das geht beim Template los. Ja, habe ich ein Evo-Template im Einsatz oder ein Schalt-Template davon? Habe ich eigene Anpassungen gemacht? Setze ich gegebenenfalls auch ein Fremd-Template ein? Hier muss ich entscheiden, was ich im neuen Shop nach dem Upgrade nutzen möchte. Das Evo ist weiterhin nutzbar. Das bieten wir als separaten Download auch über unseren Build-Server an. Dort müssten dann alle eigenen Änderungen wieder nachgepflegt werden. Oder man möchte generell umsteigen auf das neue, modernere Nova-Template. Dort gegebenenfalls Einstellungen vornehmen oder auch Änderungen vornehmen. Oder wenn man ein generelles Drittanbieter-Template hat, dann hat man das gegebenenfalls auch für viel Geld eingekauft, will das nicht missen. Und da muss man natürlich auch gucken, ob vom entsprechenden Anbieter ein Update oder auch ein Upgrade für das Template vorhanden ist. Das gleiche gilt für Plugins. Ja, warum immer wieder das Thema Plugins? Plugins werden teilweise zwingend benötigt. Gibt es dort aktuelle kompatible Versionen? JTL Shop 5 bietet zwar über den Legacy-Modus die Möglichkeit, auch JTL Shop 4 Plugins zu laden. Ob diese aber tatsächlich mit dem Shop 5 kompatibel sind, hängt von vielen Faktoren ab. Das geht teilweise schon eben bei der entsprechenden Kompatibilität mit PHP 7.3 oder 7.4 los und Plugins können halt eben auch viel Schaden anrichten. Deshalb hier, welche Plugins brauche ich? Es ist auch ein guter Zeitpunkt, mal zu überlegen, was habe ich denn eigentlich alles an Plugins, die ich zwar nicht mehr einsetze, die aber noch in meinem Webspace installiert sind. Hier kann man also schon mal anfangen aufzuräumen, die zu sichern und vom Webspace entsprechend zu löschen. Ähnlich auch Sprachverwaltung. Welche Sprachen habe ich in meinem Shop im Einsatz? Wenn ich nur Deutsch und Englisch einsetze, bin ich davon nicht so betroffen, da der Shop in der neuen Version natürlich alle Sprachvariablen auch wieder in Deutsch und Englisch mitbringt. Für alle weitergehenden Sprachen, die ich selbst installiert habe, muss ich natürlich gucken, ob entsprechende Sprachpakete verfügbar sind oder ich muss die Übersetzungen eigenständig vornehmen. Also auch das eine Sache, die auf die Agenda gehört, für was ist zu tun bei einem entsprechenden Upgrade. Oder auch wieder die Chance zu überlegen, kann ich an der Stelle ausmisten und nutze ich gegebenenfalls Sprachen, die ich dann unterm Strich doch nicht brauche oder deren Pflege mir zu viel Aufwand bedeutet. Auch ein wichtiger Punkt, welche Änderungen gibt es im JTL Shop 5? Wir haben nicht nur viele neue Features hinzugefügt und Änderungen vorgenommen, sondern es sind auch ein paar Dinge weggefallen, die Funktionalität angehen. Das sind viele Sachen, die entweder veraltet sind oder datenschutzrechtlich problematisch sind. Weggefallen ist halt zum Beispiel, dass die Produkttags oder Kunden werben Kunden und auch die native Integration von Google Analytics im JTL-Shop gibt es in der Form nicht mehr. Hier muss ich mir also überlegen, brauche ich das? Will ich das weiterhin haben? Welche Alternativen gibt es dazu? Sprich, welche Plugins muss ich gegebenenfalls einsetzen? Ja, und eben auch die Frage, die von mir eingesetzten Zahlungsarten, sind diese weiterhin verfügbar? Die meisten werden zusätzliche Zahlungsarten per Plugin installiert haben. PayPal von JTL wird es oder gibt es in einer entsprechenden Version für JTL Shop 5. Bei den anderen Zahlungsarten muss man sich entsprechend bei den Plugin-Anbietern umschauen. Ja, Vorbereitung ist alles. Mit Vorbereitung kann man sich viel Mühe geben und damit unterm Strich Zeit und Geld sparen. Und deshalb ist es eine Empfehlung, eine Testumgebung vorzubereiten und aufzusetzen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, einen kostenfreien Testshop einzurichten. Dort kann man auf alle Fälle diese Sachen einmal durchspielen, die die eigenen Änderungen am Template, am Aussehen, bestimmte Einstellungen angehen. Wie sieht das Nova-Template aus? Was kann ich dort für Anpassungen machen?
Andere Möglichkeit ist, eine eigene Entwicklungsumgebung mit eigenem Server aufzusetzen. Dort habe ich natürlich die Möglichkeit, gleich das komplette Update durchzuspielen mit den Daten aus meinem Shop, aus einem entsprechenden Backup. Ja, Backup, auch wieder ein gutes Stichwort, sollte man unbedingt anfertigen. Und nicht nur anfertigen, ein Backup, was beim Erstellen nur 10 Sekunden dauert, ist zwar schön, weil es so schön schnell ging, aber in aller Regel auch eine Chance, dass das Backup anschließend nicht funktioniert oder zumindest nicht in der Art funktioniert, wie ich das Ganze gerne hätte. Also nicht nur ein Backup anfertigen. Ups. Nicht nur ein Backup anfertigen, sondern es auch testen. Einfach mal reingucken, sind alle Dateien drin? Und unterm Strich auch davon wissen, dass ein Backup immer auch personenbezogene Daten eurer Kunden enthält. Also wie gehe ich mit Backups um? Das gehört also nicht auf einem Stick, der irgendwo im Büro auf dem Schreibtisch oder in der Schublade rumliegt. Auch immer wieder eine Frage, die im Vorfeld auftaucht zu dem Update oder Upgrade vom Shop 4 zu Shop 5. Sollte ich ein Update machen oder eine Neuinstallation? Neuinstallation ist einfach, ich nehme jedenfalls sogar einen neuen Server, kopiere die Shop-Software, richte alles ein, so wie es in der Installation vorgesehen ist, und ich spare mir die Mühe, das Update der Daten und die Migration zu machen. Hat natürlich beides Vor- und Nachteile. Die Vorteile des einen sind die Nachteile des anderen. Ja, also der Vorteil des Updates ist, dass ich alle Daten für Bestellungen, Kunden, Einstellungen, Statistiken, Bilder, Mediendateien, Uploads, Downloads, alles behalten kann. Das wird übernommen. Das ist der Nachteil der Neuinstallation. Diese Daten fallen alle weg. Und was ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt für diese Frage ist, ist die WAVI-Anbindung. Also bei einer Neuinstallation muss ich die WAVI-Anbindung zurücksetzen, und das hat viele Tücken, wenn ich anschließend meine Daten, meine Kunden, die ganzen Bestellungen in den neuen Shop übertragen möchte. Julian, da gibt es immer wieder Probleme, weiß ich, bei dieser Geschichte, ja, mit bestehende WAVI-Daten an neuen Shop. Genau, das ist, da muss man wirklich aufpassen. Also im Zweifel, wenn ihr das wirklich in Erwägung zieht, dann fragt vielleicht sogar tatsächlich auch bei uns im Support nach. Weil wenn man das tatsächlich nicht macht, wenn man einfach den Shop neu installiert und die WAVI-Anbindung einfach laufen lässt, dann kann es unter Umständen im schlimmsten Fall sogar dazu kommen, dass ihr neuen Kunden die Kundendaten eurer alten Kunden offenbart. Das liegt einfach technisch daran, dass da bestimmte Verbindungen bestehen zwischen der Shop-Datenbank und der WAVI-Datenbank. Das sind halt zwei Datenbanken, die miteinander kommunizieren müssen. Und wenn ihr diese Verbindung nicht zurücksetzt, dann denkt die WAVI, hey, mein Kunde 22 hat diese Kundendaten, die schicke ich jetzt auch mal wieder zum Shop. Und im Shop gibt es aber einen neuen registrierten Kunden mit diesem Datensatz 22. Und der hat auf einmal dann die Daten vom alten Kunden drin. Also an der Stelle wirklich, wenn ihr das in Erwägung zieht, meldet euch bei uns. Ja, wie gesagt, die Vorteile sind die Nachteile des einen. Die Vorteile der Neuinstallation sind natürlich die saubere Installation. Ich habe keine Altlasten, ich habe keine Probleme mit inkompatiblen Plugins. Das sind nun genau die Nachteile, die beim Update auftreten können, dass ich also Altlasten, Inkompatibilitäten, Daten, ich nenne es einfach mal Datenleichen, die vielleicht bei fehlgeschlagenen Plugin-Deinstallationen oder die aus fehlgeschlagenen vorhergehenden Versionsupdates resultieren, dass ich die natürlich alle mitnehme und dadurch wieder mir neue Probleme auf den Tisch ziehe. Unterm Strich muss ja jeder selbst entscheiden, welche Mühe ist es ihm wert, welchen Weg zu gehen. Manchmal ist ein sauberer Schnitt durchaus eine Variante, aber wie Julian schon sagte, dann das genau durchdenken, die WAVI-Anbindung sollte man da nicht auf die leichte Schulter nehmen. So, noch ein kurzer Ausflug in so ein bisschen, warum wir manche Sachen gemacht haben oder was gibt es vielleicht auch sogar Neues im JTL Shop 5, was so ein bisschen interner ist. Da ist zum Beispiel der Safe Mode zu erwähnen, der sämtliche Plugin-Funktionalität im Front- und Backend ausschaltet und damit auch bei Plugins, die gegebenenfalls ein bisschen aus dem Ruder laufen und dafür sorgen, dass der Shop
im Endeffekt nicht mehr bedienbar ist, sondern bloß eine weiße Seite produziert, dann trotzdem aufrufbar bleibt. Ja, warum nun immer wieder Plugins als die Bösewichter, die alles kaputt machen? Plugins haben unterm Strich Zugriff auf den gesamten Shop, sowohl auf die Datenbank, die werden in verschiedensten Kontexten ausgeführt und geladen und je nachdem, wie sie halt programmiert sind, aus welchen Zeiten sie stammen, kann das eben schon bei der neuen PHP-Version 7.3 zu Problemen führen. Manchmal sind Plugins gewachsen, auch von Shop 3 her, und dann gibt es eben solche Probleme. Mit dem Safe Mode kann man halt die Ausführung komplett unterbinden. Wie aktiviere ich den nun? Da gibt es aktuell in der Version 5.0.0 nur die Möglichkeit, in der konfigurierte LShop Ini PHP ein Define einzufügen. Danach werden sowohl im Frontend als auch im Backend keine Plugins mehr aufgerufen und ausgeführt. Und das Backend ist gegebenenfalls wieder bedienbar und man kann anschließend solche Plugins dann noch deinstallieren oder deaktivieren. Der Safe Mode soll natürlich keine Möglichkeit sein, ach ja, das habe ich ja, und dann muss ich mich an die Dinge, die der Julia nachher erzählen wird, nicht halten. Nein, der Safe Mode ist kein Allheilmittel. Er soll nur der Rettungsanker sein, der gegebenenfalls noch greift, wenn vorher schon alles schiefgegangen ist. So wie der Airbag im Auto den Gurt nicht ersetzt, sollte auch der Safe Mode nicht die entsprechend gute Vorbereitung ersetzen. Ab der kommenden Version 5.0.1 haben wir noch ein paar Möglichkeiten eingebaut, diesen Safe Mode etwas einfacher einschalten zu können, also einmal per URL-Parameter oder per Checkbox beim Admin-Login. Aber wie gesagt, das nur als Notvariante, falls irgendwie wegen eines Plugins im Backend nichts mehr geht. So, das wäre so ein bisschen mein Teil allgemeine Vorbereitung gewesen. Und jetzt die Stelle, die der Markus angekündigt hat. Gibt es hier Fragen? Ja, wir haben natürlich schon eine ganze Menge Fragen. Ich würde mal einfach anfangen. Ihr habt über PHP-Versionen gesprochen und auch so ein bisschen über die Kompatibilität zu den unterschiedlichen JTS-Shop-Versionen. Wie sieht es da aus? Ist der Shop 4 tatsächlich PHP 7.4 tauglich, wird hier gefragt. Wir haben das, 7.4 ist nicht offiziell freigegeben für den Shop 4.0.6 und sind allerdings, soweit ich weiß, aktuell keine Probleme damit bekannt. Ne? Ja, also PHP 7.3, also die Mindestversion für den 5er Shop, sollte mit dem aktuellen 4.0.6.17 funktionieren. Großes Problem, auf das wir eben unterm Strich keinen Einfluss haben, sind halt immer wieder Plugins und gegebenenfalls auch Code von Bibliotheken, den wir im Shop selbst benutzen. Das ist, weil das Thema jetzt gerade kam, auch der Grund, warum der JTL Shop 5 nicht für PHP 8 freigegeben ist. Das hat weniger was damit zu tun, dass der Shop selbst damit nicht klarkommt, sondern wir haben für noch nicht alle Teilbereiche des Shops entsprechende Bibliotheken, die von deren Herstellern für PHP 8 freigegeben sind. Das betrifft unter anderem das PayPal-Plugin. Und solange das also nicht funktioniert, ist also auch die offizielle Freigabe nicht da. Und wenn ihr im Installationsprozess, im Update-Prozess an sich sicher gehen wollt, dann stellt ihr vorher, während er noch auf 4.0.6 läuft, nachdem ihr sicher gegangen seid, dass eure Plugins so schützen, den Shop auf 7.3. Und dann nach dem Upgrade könnt ihr nur noch auf 7.4 stellen. Okay. Eine Frage, die recht häufig gestellt wird, ist es sinnvoll, das Backup oder ein Backup zum Aufsetzen der Testumgebung zu nutzen? Das ist aus meiner Sicht auf alle Fälle sinnvoll. Also wer die Möglichkeit hat, tatsächlich einen Klon, also eine 1-zu-1-Kopie seines bestehenden Shops zu erstellen, der kann natürlich dafür für die Datenbank, für die Shop-Datenbank eine
ein Backup seines Hauptjobs erstellen und dort das Backup einspielen. Was ich hier aber empfehle, ist nach dem Einspielen im Shop-Backend die Daten für Kundenbestellungen, Newsletter und alle so eine Sachen komplett zurückzusetzen, damit nicht das Problem entsteht, dass ich beim Rumspielen in meinem Testshop plötzlich E-Mails an echte Kunden verschicke. Das möchte genau, ich vielleicht jeder vermeiden. Ja. Ja. Vielleicht deswegen tatsächlich auch, nachdem man den Klon ausgespielt hat, in den E-Mail-Einstellungen tatsächlich ein falsches Passwort hinterlegen, damit da auf keinen Fall was überhaupt was rausgehen kann. Wenn die Daten zurückgesetzt habe, ist eh schon nichts da, aber um sicher zu gehen, ist das vielleicht nicht verkehrt. Mhm. Auch ich sage es ganz klar aus Support-Sicht, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man die Möglichkeit hat, so einen Klon erstmal zu upgraden. Ihr müsst euch euren Shop vorstellen wie einen Fingerabdruck. Jeder Shop ist anders. Wir testen vorher natürlich, aber wir hatten auch jetzt zum Beispiel bei 5.0.0 vor dem Release im Hosting 15 bis 20 Kunden auf 5.0 geupgradet. Wir hatten einige externe noch, wie viele das sind, weiß ich nicht. Aber es sind trotzdem noch Stolpersteine aufgefallen, hinterher nach Release, die wir jetzt mit 5.0.1 angehen, die vorher einfach nicht aufgefallen sind. Ne? Weil jeder Shop einfach anders ist und jeder bedient seinen Shop ein bisschen anders, jeder Shop eine andere Historie und das fällt teilweise leider erst dann später auf, wenn tatsächlich irgendjemand es mal probiert hat. Okay, da kommt hier dann auch gleich, wo wir beim Thema Datenbank gerade auch waren, in der Antwort zu dieser Frage. Habt ihr irgendwie eine Art, eine Art Vorgabe, Muster von MariaDB mit den richtigen Einstellungen, die ihr zur Verfügung stellen könnt? Wenn jetzt richtige Einstellungen in der Hinsicht gemeint sind, dass wir dort irgendwelche Direktdatenbankparameter angeben, da muss ich eindeutig sagen, nein. Das sind immer Sachen, also gerade Serveroptimierung, das ist abhängig von dem, was da an Server verwendet wird. Also hier sollte man sich dann tatsächlich einen Spezialisten suchen, wenn man anfangen will, an den Parametern zu feilen. Ansonsten ist alles in unserer Software, was sich innerhalb der Rahmen bewegt, die wir vorgeben, an dem, wie man die Software betreiben kann, auch mit Standardeinstellungen einer entsprechenden MariaDB oder MySQL-Installation betreibbar. Wer dort natürlich entsprechende Performance an verschiedenen Stellen rauskitzeln möchte, das sind alles individuelle Lösungen. Okay. Ich denke, wir sollten an dieser Stelle erstmal weitermachen. Es sind noch eine ganze Menge Fragen dabei, aber lasst uns mal erstmal ein Stück weitergehen. Es sind recht viele allgemeine Fragen, die noch kommen oder Fragen eben, die ziemlich individuell und ziemlich tief reingehen auch. Die werden wir nicht alle im Rahmen des Webinars heute geklärt bekommen. Von daher denke ich, sollten wir erstmal weitergehen. Okay, dann sollten wir uns angucken, wie geht's genau, also das klassische Upgrade. Und dazu würde ich das Wort an den Julian einfach weiterreichen. Jawohl. Wir spielen jetzt tatsächlich einmal durch, nicht live, aber vorbereitet, wie das Upgrade jetzt wirklich laufen würde. In der Ausgangslage haben wir dann 4.0.6.17, aktuellste Shop 4-Version. Ob das jetzt ein Testsystem ist oder ein geklonter Shop, ist an der Stelle im Grunde egal. Beim Testsystem wäre nur auf jeden Fall zu empfehlen, vor allem wenn ihr es geklont habt, dokumentiert euch jeden Schritt. Habt ihr also wirklich euren Shop geklont und macht das Update da einmal durch, dokumentiert jeden Stolperstein, den ihr habt, dokumentiert sogar, wie lange ihr gebraucht habt, wie lange die einzelnen Steps eventuell gebraucht haben. All das könnt ihr später beim Live-Upgrade dann wirklich gebrauchen. Wir nehmen uns da auch die Upgrade-Anleitung zur Hilfe. Das empfehle ich grundsätzlich auch immer jedem, egal wie oft man schon ein Update durchgeführt hat. Also ich sage das sowohl meinen Leuten im Team, wenn die ein Update durchführen müssen, als auch Servicepartnern, immer das Update, die Update-Anleitung mit zur Rate ziehen, damit man einfach wirklich ein Step-by-Step hat. Und wenn ihr da schon eine Dokumentation habt, was in eurem persönlichen Shop vorher aufgetreten ist,
umso besser, ne? Das erste, achso, was hier noch wichtig ist, diese Anleitung ist für den selbst gehosteten Shop. Für Hostings bei JTL ist das Ganze ein bisschen anders. Da wird der Upgrade-Vorgang an sich von uns übernommen. Man muss sich allerdings immer noch um alles drumherum kümmern, um die Nachvorbereitung, um die Nacharbeiten, das Template und so weiter. Ja, wir hatten schon darüber gesprochen, man braucht eine Subskription mit dem Gültigkeitsdatum mindestens 10.12.2020 oder eine CFI-Lizenz, die laufen ja nie aus. Dann schauen wir uns einmal an, wie wir die Kundendaten aus dem Kundencenter kriegen. Das wird hier oben schon verlinkt, wird unten in der Step-by-Step-Anleitung auch nochmal beschrieben, aber dann habt ihr das schon mal gesehen. Wie gesagt, das ist auch wiederum gedacht für die selbst gehosteten Shops. Bei einem gehosteten Shop würdet ihr jetzt rechts bei Hosting bei JTL auf Update vormerken klicken und da einen Termin vereinbaren. Gegebenenfalls macht ihr das auch schon vorher mit Absprachen mit Servicepartnern und eventuell auch bei uns im Support, je nachdem. Für den selbst gehosteten Shop gehen wir jetzt aber auf Online-Shop und wechseln dann auf Produkte, Online-Shop, da waren wir gerade, dann auf Shop-Editionen, sehen dann alle unsere Shop-Lizenzen. Wenn wir mehrere haben, ist die Liste recht lang. Ich teste sehr viel, deswegen habe ich da sehr viele. Dann haben wir da Aktionen, klicken da drauf und haben dann da den Downloads-Link, der uns dann nochmal auf eine detailliertere Übersicht schickt, welche uns alle verfügbaren Versionen anzeigt, die für die Subskription gültig sind und archivmäßig noch vorhanden sind. Ganz oben sehen wir da die 5.0 und können uns da auch schon mal die Release Notes anschauen, das wie gesagt unheimlich wichtig ist und können da auch die Version direkt downloaden. Dann hat man sich schon mal auf dem System und hat das schon mal aus dem Kopf. Ja, als nächstes haben wir in Guide auch nochmal die Systemvoraussetzungenliste. Hier stehen in der Upgrade-Anleitung vor allem die neu für den Shop 5 wichtig sind. Das ist zum einen mindestens die Version 4.0.2. Das liegt ein bisschen daran, dass wir den Upgrade-Prozess mit 4.0.2 umgestellt hatten und da sehr viele Altlasten mit dem 5.0 entfernt hatten. Das heißt, hat man einen Shop, der noch vor 4.0.2 ist, dann muss man vorher nochmal auf zum Beispiel 4.0.6.17 upgraden. Das kann man ja auch entsprechend mit einplanen, vor allem wenn man das alles geklont hat im Testsystem. Kostet natürlich mehr Zeit. Ist im Endeffekt aber in einem Zug erst Upgrade auf 4.0.6.17, dann Upgrade auf 5.0 machbar. So, dann haben wir ja mindestens die Gavi Version 1.0. Der Shop 4 lief theoretisch auch noch mit den uralten 0.9 irgendwas Versionen. Mit dem Shop 5 brauchen wir mindestens die 1.0. Und ganz wichtig, ein 64-Bit-Server. Da hatten wir tatsächlich dann überraschenderweise einige Kunden, die noch ein 32-Bit-System nutzen und das macht leider dann auch Probleme. Fragt da also gegebenenfalls bei eurem Host danach, wie es da aussieht. 32-Bit sollte eigentlich heutzutage nicht mehr benutzt werden. Ansonsten gelten natürlich auch noch alle Standardsystemvoraussetzungen, die da nochmal verlinkt sind. Und da kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt, den Falk vorhin angesprochen hatte, dem Testskript. Das könnt ihr von hier aus auch nochmal runterladen und das testet nochmal alle die Einstellungen durch, die da gerade aufgeführt worden sind. Und ja, überall sollten grüne Häkchen zu sehen sein. Jetzt sind wir schon beim nächsten Schritt. Ja, Templates, Plugins hatten wir schon geschrieben, muss vorher alles geklärt sein. Wenn das noch euer Testsystem ist, ist es noch nicht so relevant, wobei ihr euch um Plugins auch schon gekümmert haben solltet, sonst programmiert euch Probleme beim Upgrade-Prozess vor. Template ist gegebenenfalls dann ja erst dafür da, das mit dem Testsystem nochmal genau durchzuspielen und anzupassen und sich alles anzuschauen. Sollte das Live-Upgrade sein, solltet ihr hier schon einen grünen Haken dran haben. Ihr solltet also das Template entweder bei euch oder beim Servicepartner schon fertig liegen haben zum Uploaden.
So, jetzt sind wir hier ein bisschen schneller gekommen. Ja, jetzt sind wir beim ersten tatsächlichen Schritt, der allerdings immer noch mit den Vorbereitungen zu tun hat. Es sind viele Vorbereitungen, aber das ist eben das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Hier nochmal der Hinweis, Lizenzschlüssel braucht auch keinen neuen. Es ist nur die Subscription wichtig. Es gibt keinen speziellen JFL Shop 5 Lizenzschlüssel. Auch nochmal der Hinweis auf die 402. Wir weisen lieber öfter darauf hin als einmal zu wenig. Ja, das allererste, was wir tatsächlich machen, den Shop in den Wartungsmodus setzen. Dann legen wir auch schon eine Sicherheitskopie an. Und jetzt bin ich auch mal durcheinander gekommen. Zeit einzuplanen. Entschuldigung. Zwei bis drei Stunden solltet ihr auf jeden Fall einplanen. Ist, wenn alles gut läuft und je größer eine Datenbank ist und je schlechter die Internetverbindung ist, desto mehr kann sich das verändern, kann sich verzögern. Da auch wieder an der Stelle das Testsystem, damit könnt ihr vorab das alles dokumentieren, wie lange hat es gedauert. Das Testsystem sollte deswegen auch möglichst gleich sein wie euer Live-System. Also wenn es auf ein Subdomain auf demselben Server geht, dann wäre das am besten. Das noch mal zwischendurch. Jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Step. Sicherungskopie der Dateien vom Shop. Da könnt ihr, wenn ihr sehr viele Dateien habt, auch natürlich gegebenenfalls Bilder rausnehmen. Bilderverzeichnis, Mediaverzeichnis, Mediafiles. Wenn ihr die nicht kopiert, dann könnt ihr da ein bisschen Zeit gut machen. Die gehen natürlich beim Update nicht verloren. Aber im Optimalfall hat euer Hoster eine Sicherungsfunktion, die das alles deutlich schneller machen kann, als wenn ihr das wirklich mit FileZilla oder einem anderen FTP-Programm runternimmt. Ja, dann sind wir auch schon beim Punkt, wo kein Abgleich mehr gemacht werden sollte. Das kann noch passieren, bis die Dateien gesichert sind. Da verändert sich ja nicht wirklich was dran. Aber an der Stelle sollte der Abgleich dann auch, wenn das erledigt ist, beendet werden. Je nachdem, was ihr einsetzt, wenn ihr einen manuellen Abgleich macht, dann einfach nur allen Mitarbeitern Bescheid sagen, keinen Abgleich mehr machen. Wenn ihr einen Worker benutzt, dann muss der entsprechend beendet werden. Im nächsten Punkt kommt der Cache. Der wird von sehr vielen eingesetzt, um den Shop ein bisschen zu beschleunigen. Der sollte auf jeden Fall deaktiviert sein. Der kann Probleme beim Upgrade verursachen und ist auch völlig unnötig während dem Upgrade. Im Grunde liegt es auch schon daran, beim Upgrade wird der komplette Cache invalide. Das heißt, Dateien, die davon noch übrig sind, die sind einfach, nachdem man den Shop geupdatet hat, nicht mehr gültig. Das gilt auch für Plugin-Cache-Dateien. Deswegen einfach komplett deaktivieren. Dann sind wir bei den Plugins. Ganz wichtiger Punkt, den kann man auch wenn ihr jetzt keinen Test vorher machen solltet mit einem geklonten Shop, den Punkt könnt ihr eigentlich auch schon vorher machen. Wir sehen es sehr häufig im Support, dass viele Plugins noch aktiv haben oder zumindest noch auf dem Webspace haben, deaktiviert eventuell, die sie gar nicht mehr benutzen. Uralte Plugins noch auf Shop 3 Seiten sehen wir da tagtäglich. Die solltet ihr am besten rausschmeißen. Guckt alles durch, was braucht ihr tatsächlich noch, was nicht mehr gebraucht wird oder nach dem Upgrade auf Shop 5 nicht mehr gebraucht wird, deinstallieren und vom Webspace schmeißen. Und auch die Plugins, die ihr noch brauchen werdet und gegebenenfalls natürlich im Update, auch die deaktivieren. Es sollte nichts aktiv sein, wenn wir das Upgrade starten. Ja, und dann kommen wir noch, das habe ich noch geschrieben, genau. Hier sehen wir dann jetzt die deinstallierten Plugins, die sind dann alle bei verfügbar zu sehen. Hier schauen wir uns an, in welchem Verzeichnis sind die und haben hier an der Stelle jetzt FileZilla genutzt.
um zu zeigen, wir gehen in das Verzeichnis Includes Plugins, da liegen diese ganzen Shop 4 und teilweise noch Shop 3 Plugins drin, markieren uns die alle und schmeißen die einmal runter. Auch das kann ein Weilchen dauern, je nach Plugin. Dann kommen wir zu dem Punkt, wo es danach auch wirklich heiß wird. Die Datenbank muss gesichert werden. Sollte irgendwas schief gehen, ist das das Wichtigste überhaupt. Da könnt ihr auch nicht so viele von machen. Da hat der Falk eben schon gesagt, wenn ihr eine Sicherung macht, prüfen, ob diese Sicherung auch erfolgreich erstellt worden ist. Im Optimalfall bietet euer Hoster irgendwie eine Funktion an, um das in der Hosting-Verwaltung zu machen. Die auf jeden Fall nutzen. Sollte das zum Beispiel allerdings über PHP MyAdmin laufen, dann guckt euch auf jeden Fall die Datei an, die da am Ende rauskommt. Im besten Fall schaut ihr dann am PHP-Man auch direkt, was ist die letzte Tabelle, die es gibt, und guckt, ob diese Tabelle auch ganz unten im Dokument ist von dieser Sicherung. So, ja, dann sind wir mit den Vorbereitungen an sich erstmal durch. Gibt es dazu bisher Fragen? Ja, gibt es. Du bist jetzt die Vorbereitung durchgegangen für die Teilnehmer, die im Endeffekt woanders gehostet haben, einen externen Hoster haben. Wie sieht denn dieser ganze Vorbereitungs- und Update-Prozess bis zu dem Punkt, an dem du jetzt bist, für die Kunden aus, die bei uns im JTL-Shop-Hosting sind? Ist da irgendeine Besonderheit zu beachten? Kümmern wir uns um das, was du gerade gemacht hast? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Nee, also vieles ist bis zu dem Punkt tatsächlich ähnlich. Um den Lizenzschlüssel braucht man sich natürlich nicht kümmern. Der bleibt auf jeden Fall gültig. Subscription ist immer da. Ansonsten gilt der Rest eigentlich alles. Sprich, man spricht ja einen Termin ab, und zu dem Zeitpunkt, wo das Update laufen soll, geht man im Grunde vorher auch diese Punkte alle durch. Das heißt, ist der Zeitpunkt erreicht, wo im Hosting das Upgrade erfolgen soll, dann sollte der Shop auch schon im Wartungsmodus sein. Dann sollten auch die Plugins alle schon vorbereitet sein und Cache deaktiviert und so weiter. Also die Punkte alle im Hosting bei JTL auch vorher machen. Okay. Sehr wichtige Information an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Wird es für die, du sagtest, die Subscription ist das Wichtige an dieser ganzen Geschichte, Lizenzschlüssel bleibt erhalten. Wird es da irgendwie oder ist es geplant, dass es nur eine Übergangsfrist ist, oder wird das so bestehen bleiben? Kannst du dazu was sagen? Also, dass wir Lizenzschlüssel nach wie vor gültig haben von Shop 4 für Shop 5 auch und dass es nur in Anführungsstrichen auf die Subscription ankommt. Meines Wissens nach wird das was bleiben. Also auch in unseren internen Systemen gibt es eigentlich auch keine JTL Shop 4 Lizenzschlüssel mehr. Es gibt zwar noch JTL Shop 2 und Shop 3 Lizenzschlüssel, aber ansonsten gibt es eigentlich bei uns nur noch eine JTL Shop Lizenz, keine spezifisch Shop 4 oder Shop 5. Okay, super. Wie sieht's aus mit, wo war die Frage? Mit, genau, Nginx als Webserver. Da kam einmal die Frage rein an der Stelle, wo du auf die jeweiligen Hoster eingegangen bist. Deswegen stelle ich sie dir jetzt mit. Ja, Nginx wird offiziell leider nicht supported. Es gibt da zwar eine Beispielkonfiguration, aber ich glaube, die ist mittlerweile auch schon wieder ein bisschen älter. Ja, ich weiß nicht, Falk, vielleicht kannst du da mehr zu sagen. Supporttechnisch können wir da momentan leider immer nur sagen, da müsst ihr euch selber drum kümmern. Kann ich auch nur so bestätigen, Nginx wird oder Nginx wird nicht offiziell von uns unterstützt. Funktioniert natürlich, aber jegliche Konfiguration, gerade Rewrite-Regeln, die müssen entsprechend in der Server-Konfiguration eingepflegt werden. Das ist grundsätzlich anders, als das beim Apache-Webserver der Fall ist. Deshalb von uns dort keine offizielle Unterstützung. Da wer jetzt unbedingt auf den Nginx setzen möchte, der sollte sich von einem Servicepartner mit dem entsprechenden Portfolio da seine Konfiguration anpassen lassen. Oder er kann es halt selbst. Ja, wer schon auf Nginx arbeitet, da an der Stelle aber auch der Hinweis, es hat sich was geändert an den HTXS-Regeln von Shop 4 zu Shop 5. Das heißt, wenn ihr diese neuen Anpassungen nicht in eure bestehende Konfiguration übernehmt, dann wird es Probleme geben. Ja. Okay.
Eine Frage, die auch ziemlich häufig kommt in diesem Zusammenhang. Vielleicht können wir sie jetzt schon klären, damit die anderen Teilnehmer nicht auch diese Frage stellen müssen. Wie ist das mit dem End of Life von Shop 4 geplant? Könnt ihr da vielleicht ein, zwei Worte zu sagen? Gibt es da schon ein End of Life Datum, oder wird das noch länger verfügbar bleiben? Ja, also es wird vermutlich noch, ja, es wird auf jeden Fall noch bekannt gegeben. Im Grunde ist das End of Life vom Shop 4 an die PHP-Version gebunden. Das heißt, wenn wir uns anschauen, bis wann PHP 7.4 verfügbar ist, vielleicht korrigiere ich mich, wenn ich da irre, aber soweit ich weiß, wollten wir 7.4 auch für Shop 4 noch offiziell freigeben. Ja. Und End of Life von 7.4 ist der 28. November 2022. Das heißt, bis dahin wird es auf jeden Fall noch mindestens Security-Updates geben. Bugfixes ist wieder ein anderes Thema. Die müssten wir eigentlich den David zu befragen. Okay. Gut, dann denke ich, sollten wir erstmal weitermachen. Wir haben natürlich noch eine ganze Menge Fragen, aber macht mal erstmal den nächsten Abschnitt. Okay, ja. Im Schritt 2 kommen wir jetzt zum Aktualisieren der Dateien an sich. Dazu haben wir vorhin schon das Paket runtergeladen, deswegen überspringen wir das an der Stelle. Das ist nochmal genau das Gleiche. Im Archiv, das wir dann einmal entpacken, können wir dann einige Dateien löschen, die einfach nicht gebraucht werden für das Update. Das ist natürlich zum einen der Installationsordner, zum anderen die Shop-Info-XML, das ist eine individuelle Datei. Die Admin-HTXS und Robots.txt muss man jetzt nicht unbedingt rausschmeißen, aber wenn die angepasst sind, dann sollten die auf jeden Fall rausgeschmissen werden. In der Admin-HTXS zum Beispiel haben manche auch einen HTXS-Passwortschutz drin, HT-PassWD, und dementsprechend, ne, entweder neu vornehmen oder aus dem Installationspaket rausschmeißen. Die normale HTXS haben wir hier jetzt nicht mehr drin stehen, weil es einfach zu häufig vorgekommen ist, dass Kunden die rausgeschmissen haben und dann entsprechend auch nicht mehr die angepassten HTXS-Regeln von Shop 4 zu Shop 5 in der Datei hatten. Es ist weniger fehleranfällig, wenn man die Datei einfach überschreibt und dann gegebenenfalls in der HTXS vorgenommene Änderungen, wie zum Beispiel die Domain-Weiterleitung, wenn die nicht übers Hosting geregelt wird, da nochmal neu drin vornimmt. Deswegen aber da anstelle auch ganz, ganz wichtig, dass man die gesichert hat, damit man diese Änderung auch nachvollziehen kann und nochmal rüber kopieren kann in die neue HTXS. Das ist wirklich eins der Punkte, die bei uns im Support auch am meisten aufschlagen. Also um die HTXS müsst ihr euch kümmern. Das dürft ihr euch nicht sparen. Richtig, als So. kurzes Einhaken an der Stelle, die HTXS-Änderungen sind essentiell. Da geht es also sowohl für der Abgleich ist da betroffen, die Bilderstellung ist betroffen. Es sind gegebenenfalls statische CSS- und JavaScript-Dateien, die erzeugt werden, betroffen. Also wenn diese Änderungen nicht übernommen werden, ist der JTL Shop 5 nahezu nicht brauchbar anschließend in vielen Bereichen. Da haben wir gerade drüber geredet. Genau. Kommen wir zu Punkt 5. Das ist im Grunde ein Sicherheitspunkt, der hoffentlich für die meisten von euch nicht mehr relevant ist. Habt ihr noch euer eigenes Template angepasst im Evo-Ordner oder im Nova-Ordner, im Template-Verzeichnis? Die müssen auf jeden Fall auch gesichert sein. Sonst werden die überschrieben beim Update. Das gilt sowohl für selbst-gehostete Shops als auch für bei JTL-gehostete Shops. Habt ihr das so gemacht, wie wir es empfehlen, auch schon seit langem, dass ihr die Anpassung im Child-Template habt, dann ist das nicht so relevant. Ja, die entpackten Dateien und dieser Punkt wird oft, ist zumindest in der Vergangenheit mal kritisiert worden, dass er nicht so ganz verständlich ist. Es sind alles Hinweise darauf, auf die vorherigen Punkte, damit die nicht übersprungen werden. Die Dateien, die wir runtergeladen haben, die wir entpackt haben und aus denen wir die vorhin besprochenen Files, die wir nicht brauchen, gelöscht haben, die werden dann einfach hochgeladen und man überschreibt dabei alles an Dateien, die man auf dem Webspace hat. Wichtig ist beim Übertragen da immer, dass man im FTP-Programm, welches auch immer man benutzt, da den Transfertyp binär benutzt. Macht man das nicht, kann es zu Fehlern kommen.
mit Shop 4 ist das nicht mehr ganz so schlimm wie mit Shop 3 es damals noch war, dementsprechend auch nicht mit Shop 5, trotzdem immer den binären Transferbonus benutzen. Ja, damit laden wir jetzt die ganzen Dateien hoch und sagen dem Überschreibungs-Pop-up, das mit Sicherheit mit jedem FTP-Programm kommt, dass alles überschrieben werden soll. Guckt in eurem FTP-Programm, wenn das abgeschlossen ist, auch immer nach, ob wirklich alle Dateien übertragen worden sind. So ein Log wird jedes Programm haben. Hier sehen wir das bei FileZilla. Tatsächlich ist eine Datei fehlerhaft übertragen worden während meinem Upload und ich muss sie jetzt nochmal übertragen. In FileZilla ist es relativ einfach. Man sieht es hier unter Failed Transfers. Da kann man einfach rechtsklicken, resetten, wieder der Warteschlange hinzufügen und dann einfach nochmal abfeuern. Und dann klappt es in der Regel auch. Das kann ein temporäres Problem mit der Internetleitung gewesen sein oder auch einfach ein Server-Hiccup. Das kann immer mal vorkommen, sollte man aber nicht ignorieren. Solange man darauf achtet und nochmal überträgt, ist danach auch alles in Ordnung. Ja, das war auch schon alles, was den Shop-Dateien zu sagen ist. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Zu den Dateien als solches vielleicht in zweierlei Hinsicht. Zum einen mal, dass hier die Anmerkung kam, dass in der HT, dass die HT Access nicht im ZIP enthalten war. Doch ist sie. Es kann allerdings sein, je nachdem, was für ein Betriebssystem ihr benutzt und wie das eingestellt ist, dass ihr die nicht seht. Okay, guter Hinweis an dieser Stelle. Also die HT Access ist eine Datei, die beginnt mit einem Punkt. Ist also in Linux-basierten Systemen auf alle Fälle eine verborgene Datei. Und es kann also durchaus sein, dass die standardmäßig nicht angezeigt wird. Aber sie ist im Paket enthalten, sie ist auch essentiell. Und wenn man dort eigene Änderungen drin hat, dann sollte man die entsprechend nachtragen. Okay. Und es gab einen Hinweis zur, wo ist die Frage hin, Robot? Ja, zur Robots.txt, dass die wohl wichtig sein kann, um Bots auszuschließen. Habt ihr da noch mal ein, zwei Anmerkungen zu? Genau, deswegen ist sie damit drin. Wenn man bei sich selbst mehr Bots ausgeschlossen hat, dann sollte man die nicht einfach überspielen. Da gilt im Endeffekt das Gleiche wie für die HTXS-Dateien. Entweder nimmt man die neue aus dem Paket und fügt dort die eigenen Änderungen hinzu, oder man nimmt die eigene alte und ergänzt die neuen Dinge aus dem Installationspaket. Also man ist quasi immer gezwungen, entweder eine dieser beiden Varianten zu machen. Mhm. Es gibt für diese Dateien nicht den Fall, nimm das neue oder nimm das alte. Das ist, ja, die müssen halt individuell angepasst werden oder sind in den allermeisten Fällen individuell angepasst. Deshalb können sie von uns auch nicht automatisch in irgendeiner Form ersetzt werden. Okay, genau. Gut. Dann können wir erstmal weitergehen, denke ich. Dann sind wir bei Schritt 3, dem Datenbank-Update an sich. Wir sehen, die Punkte werden immer kürzer, weil die Vorbereitung am wichtigsten ist. Trotzdem ist das hier einer der beiden kritischsten Punkte im ganzen System. Wenn wir die Shop-Dateien übertragen haben, rufen wir das im Backend auf und werden automatisch weitergeleitet zum notwendigen Datenbank-Update. Hier können wir dann nochmal eine, die PHP-Version sollte spätestens jetzt eine kompatible sein. Hat man also die Dateien übertragen und davor noch keine kompatible Version eingestellt gehabt, also die 7.3 oder je nachdem anders, von welcher Version man aus upgradet, dann muss man jetzt die PHP-Version umgestellt haben, bevor man das Backend aufruft. Hier kann jetzt auch nochmal eine Sicherungskopie angelegt werden. Zu bevorzugen ist trotzdem immer eine Methode, die eventuell von eurem Hoster bereitgestellt wird. Die Sicherungskopie hier klappt zwar in der Regel, aber je nachdem, wie groß eure Datenmenge ist, kann das auch schiefgehen. Das sollte euch der Browser dann aber eigentlich entsprechend zurückmelden, wenn das nicht geklappt hat. Dann klickt man einfach auf, kriegen auch die Rückmeldung, dass erfolgreich erstellt worden ist, entsprechend nicht, wenn es nicht geklappt hat. Und dann klicken wir auch schon auf Datenbank-Update starten
und das fängt an durchzulaufen. Das ist eine kleine Animation, die lädt jetzt irgendwie erstaunlich lange. Jetzt geht's los. Ja, jetzt kommt sie. Nur wenn es mal gesehen hat, das fängt dann an, alle Migrationen einzeln durchzulaufen. Und sollte es dabei jetzt zu einem Problem kommen, auf jeden Fall ein Bild machen, die Fehlermeldung dokumentieren, die da im Log steht. Und damit dann entweder an uns im Support oder einen begleitenden Servicepartner wenden. Dieses Datenbank-Update kann sehr lange dauern, je nachdem, wie groß eure Datenbank ist. Sollte ein spezieller Punkt jetzt eine Stunde stehen, dann würde ich sagen, hier wird es kritisch, da scheint was nicht zu stimmen. Ja, klappt aber alles, dann kriegen wir das entsprechend zurückgemeldet. Der Datenbank-Versionsstand ist jetzt 5.0.0 und dann sind wir aber noch nicht fertig. In der Datenbank gibt es auch noch die Datenbankmigration an sich. Das ist dann nicht mehr das Update, dass der Inhalt quasi geändert wird, sondern mehr die Struktur wird geändert. Wir sehen das Ganze, entweder können wir über Fehlerbehebung Diagnose auf den Datenbank-Check gehen oder wir gucken einfach hier oben in die Mitteilung, da wird uns das auch gesagt, es liegen Fehler in der Datenbankstruktur vor. Da klicken wir einfach drauf und sehen dann hier diese Datenbankprüfung. Da findet die Migration statt von dem alten System auf UTF-8 und InnoDB. Der gibt hier nochmal zur Sicherheit an, dass man muss man nochmal angeben, dass man eine Datenbanksicherung gemacht hat und prüft auch, ob der Wartungsmodus aktiv ist. Es kann hier nämlich tatsächlich auch Probleme geben, wenn der Wartungsmodus nicht aktiv ist. Und ja, dann klickt man einfach auch wieder auf Migration starten und er wird anfangen, jede einzelne Tabelle durchzulaufen. Das sieht dann so aus. Auch das kann wieder sehr lange dauern, je nachdem, wie groß eure Datenbank ist. Es kann hier zu Fehlern kommen. Die könnt ihr dann mit OK bestätigen und er wird weitermachen. Das ist nicht dramatisch. Deswegen müsst ihr nicht den Update-Prozess abbrechen. Wenn eine Fehlermeldung kommt, versucht, ein Bild davon zu machen, euch die zu dokumentieren. Aber wenn er durchgelaufen ist, dann werdet ihr hier, falls ein Fehler kam, entsprechend sehen, Anzahl modifizierter Tabellen, zum Beispiel 1. Ihr könnt die dann noch manuell anklicken und diese Migration nochmal durchführen. Sollte es dann klappen, ist alles gut, macht einfach weiter. Sollte es nicht klappen, die Fehlermeldung dokumentieren und euch wieder entsprechend an einen Techniker Support wenden. Dann kommt der nächste Schritt. Das sind die verwaisten Dateien. Hier sehen wir auch wieder eine Mitteilung, die uns darauf hinweist, dass es Fehler in der Dateistruktur gibt. Das würde zum Beispiel auch passieren, wenn es Fehler beim Upload gab. Dann würden wir das hier oben sehen, bei Anzahl modifizierter Dateien. Wir sehen allerdings immer nach dem Upgrade hier Anzahl verwaister Dateien. Das sind einfach Dateien, die tatsächlich im Shop 4 noch genutzt worden sind, vielleicht sogar noch im Shop 3 und jetzt aber für den Shop 5 nicht mehr relevant sind. Die wollen wir natürlich nicht als Leichen auf dem Webspace verstauben lassen, zumindest nicht weiter, und haben hier jetzt mit dem Shop 5 neu die Funktion, diese Dateien löschen zu können. Das geht entweder direkt über den Löschen-Button, dafür braucht der Shop natürlich entsprechende Rechte. Sollte die Rechte nicht existieren und die Dateien generell nicht oder Teile von den Dateien nicht gelöscht werden können, dann kann man sich ein Skript generieren lassen. Das kann man dem Hoster entsprechend übergeben, dann kann der das für einen ausführen. Auch hier, sollte es Probleme geben, ist in der Regel kein Grund, das Update zu brechen. Kommt ihr hier nicht weiter, schreibt uns einfach im Support an und wir helfen. Ihr könnt aber einfach weitermachen in der normalen Update-Anleitung. Ja, gibt es bis hierhin nochmal Fragen? Eine ganze Menge. Ich würde jetzt mal nur noch eine erstmal reinwerfen und dich dann weitermachen lassen. Und zwar ist hier ein 40617 bereits auf InnoDB umgestellt. Und du hattest ja diesen Schritt der Migration gerade zu packen gehabt. Wird der Update-Prozess Schritt 4 dann jetzt Probleme bereiten, wenn das bereits geschehen ist?
Nein. Also Falco und ich damit, aber ja genau, ne? Sollte eigentlich keine Probleme machen. Ich mache einfach selber, nein, sollte es überhaupt keine Probleme geben. Dort wird jede Tabelle individuell geprüft, weil, wie Julian das vorhin schon sagte, jeder Shop gegebenenfalls anders ist, seinen eigenen Fingerabdruck hat. Ist es dort kein Mechanismus, der festkodiert durchläuft, sondern es wird jede Tabelle geprüft und jede Tabelle, die die richtige Engine und die richtige Collation hat, die wird einfach so gelassen, wie sie ist und nur die Tabellen umgestellt, die entsprechend falsch oder noch in den alten Formaten sind. Mhm. Okay. Also der Gut. Schritt kann dann gegebenenfalls einfach komplett übersprungen werden oder es werden keine weiteren Datenbankprobleme angezeigt. Ich glaube, wegen UTF-8 wird da auf jeden Fall noch irgendwas passieren müssen, ne? Aber es ist dann halt jedenfalls weniger, was ausgeführt werden muss. Richtig, die UTF-8-Migration wird natürlich gegebenenfalls trotzdem durchlaufen werden, auch wenn die Tabellen schon InnoDB sind. Aber das geht dann einfach nur entsprechend schneller. Das ist, ja. Okay. Gut, dann kommen wir zu Schritt 6. Der ist wieder ein bisschen länger, ähnlich wie die Vorbereitung. Das sind die Nacharbeiten. Die sind natürlich immer noch notwendig. Teilweise geht es da allerdings nur darum, dass man rückgängig macht, was man am Anfang gemacht hat. Das ist also im Grunde unsere Finishline. Wobei hier, wenn ihr es in euer Testsystem ist, die richtige Arbeit eventuell erst beginnt mit dem neuen Template oder dem Testen von Plugins, neuen Funktionen und so weiter. Man kann erstmal in der Fehlerbehebung Diagnose schauen, ob es da schon irgendwelche Meldungen gibt. In JAG könnt ihr euch damit an uns wenden, sollte es nicht schon selbsterklärend sein. Das hatten wir im Grunde alles eben schon. Die Shop-Dateien werden geprüft, die Server geprüft, die Datenbank wird geprüft. Sollte eigentlich an dem Punkt schon alles mit einem grünen Haken versehen sein. Ja, habt ihr schon an ihn wieder das Template angepasst, solltet ihr es trotzdem nochmal gegenprüfen. Aktiviert es entsprechend in den Template-Einstellungen. Standardmäßig wird da noch das aktiv sein, was ihr vor dem Upgrade aktiv hattet. Da ist auch wichtig zu sagen, das Evo-Template wird nicht mehr standardmäßig mit ausgeliefert. Das hat der Falk vorhin mal gesagt. Es gibt, es wird als separaten Download geboten. Im Release-Post, im Forum findet ihr den Link auch dazu. Und ansonsten auch im Build-Server. Nova wird natürlich mit ausgeliefert. Das ist das neue Template. Und wenn ihr das benutzen wollt, müsst ihr es nur entsprechend aktivieren. Habt ihr ein eigenes Template, seht das auch in der Liste, nachdem ihr es hochgeladen habt und könnt es da entsprechend aktivieren. Und als nächstes kommen wieder die Plugins. Hier solltet ihr dann alle Plugins, die ihr noch deaktiviert hattet, entsprechend upgraden. Hier hatten wir jetzt in dem Fall 4 JTL-Plugins übrig, die wir weiterhin benutzen wollen. Und da seht ihr auch schon dieses gelbe Ausrufezeichen. Das bedeutet, dieses Plugin ist aktuell nicht mit der Shop-Version kompatibel. Es sollte so auch nicht aktiviert werden. Das wird höchstwahrscheinlich Probleme machen. Bei den 4 kann ich es euch auf jeden Fall garantieren, die werden Probleme machen. Deswegen zeigen wir euch jetzt einmal, wie wir anhand von PayPal das Plugin auf die Shop 5-Version upgraden. Dafür gehen wir in den Extension Store, rufen nach PayPal auf und sehen hier, können es kostenfrei auschecken. Das machen wir einmal mit dem Kundencenter-Account, den wir später auch für den Shop verwenden wollen. Das könnt ihr übrigens auch schon vorher machen. Das müsst ihr nicht erst machen, wenn ihr euren Live-Shop upgradet. Lizenzen sind natürlich an die Domain gebunden. Das heißt, wenn ihr es jetzt in einem Testsystem vorher macht, auch wenn es ein Cookie ist, dann könnt ihr das für den Teststop machen, müsst es für den Live-Shop aber trotzdem nochmal machen. Das heißt, in dem Fall müsst ihr euch dann für denselben Shop eigentlich die Lizenz zweimal auschecken. Im Shop-Backend gehen wir dann unter Meine Käufe und verbinden da dann mit demselben Kundencenter-Account den Shop mit unserem Extension Store. Hier sehen wir dann die ungebundenen Lizenzen und können da einfach sagen, an den Online-Shop binden und können hinterher auf Installieren klicken und das Plugin wird geupdatet dabei in dem Fall. Der Shop erkennt zwar noch nicht direkt, dass es ein Update ist, das heißt, der Button wird Installieren heißen, trotzdem wird das Plugin dann im Prozess
gefunden und geupdatet. Dann sehen wir in der Plugin-Verwaltung, im Plugin-Manager, entsprechend auch die neue Version und dass es kompatibel ist mit der aktuellen Version. Wir können das Plugin wieder aktivieren und wieder nutzen. Ja, sollte es Plugins nicht im Extension Store geben, dann bitte an den entsprechenden Hersteller wenden und fragen, gibt es da eine passende Version, wird die noch in den Extension Store kommen oder können wir die so kriegen und dann manuell im Plugin Manager hochladen und updaten. Der nächste Schritt sind E-Mail-Vorlagen. In dem Fall hier werden mir 27 E-Mail-Vorlagen als fehlerhaft angezeigt. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich zum Testen sehr viele Sprachen aktiviere, die aber nicht alle pflege. Trotzdem sind E-Mail-Vorlagen bei jedem Update ein Thema. Das war eigentlich früher auch schon immer so. Hier in der Anleitung steht das jetzt explizit auch mit drin. Wir können die E-Mail-Vorlagen leider nicht beim Update anpassen, zumindest aktuell nicht. Das liegt daran, dass ihr natürlich Anpassungen vornehmen könnt in euren E-Mail-Vorlagen, genau wie in einem Template. Wenn wir die jetzt bei jedem Update, sei es noch so klein, überschreiben würden, dann wäre das ziemlich suboptimal. Dementsprechend müsst ihr vor allem jetzt nach dem Upgrade auf Shop 5 jede Vorlage einmal zurücksetzen. Jedenfalls, wenn ihr sie tatsächlich angepasst habt, vorher eure Anpassungen sichern und die Anpassungen neu vornehmen. Ja, da haben wir den Punkt einmal gesehen. Dieser Kreisel ist dafür zuständig, dass die E-Mail-Vorlage zurückzusetzen. Ja, dann sind wir an dem Punkt, wo im Grunde auch das Testen ganz wichtig ist. Am besten geht ihr direkt auch einmal ins Frontend, macht eine Bestellung, registriert euch einmal und so weiter. Lasst einmal durchspielen, was wirklich wichtig ist. Und wenn das alles klappt, dann könnt ihr an der Stelle den Wartungsmodus beenden, den Cache wieder aktivieren und den Upgrade wieder starten. An Im der Anschluss Stelle ist es ganz sinnvoll, ja. Kann ich dich mal kurz unterbrechen? An der Stelle würde ich halt nur einwerfen, dieser Punkt, den Wartungsmodus deaktivieren, sollte man halt auch wirklich gut überlegen. Es ist gegebenenfalls auch ein Point of No Return. Bis zu dem Punkt, richtig, wo der Wartungsmodus aktiv ist, kann ich jederzeit sagen, okay, das hat nicht funktioniert, ich nehme mein Backup, spiele das ein und setze alles auf Null zurück. Ab dem Moment, wo ich den Wartungsmodus wieder aktiviere und quasi sich wieder Kunden registrieren können, wo Bestellungen reinkommen können, ist mein Backup, was ich gemacht habe, quasi Makulatur. Ja, das sollte jedem bewusst sein. Richtig. In dem Moment, wo ich sage, Wartungsmodus aus, dann sollte auch alles passen. Genau. Wenn danach nochmal jemand wieder auf Papier zurück will, wird das ganz, ganz schwierig, weil dann die entsprechenden IDs fehlen. Ne? Es fehlen Bestellungen und so weiter und Kundenkonten. Das ist dann in der Regel nicht mehr so schön. Gut. Es sagt keiner mehr was von euch, dann würde ich einfach wieder übernehmen und nochmal. Ah, Julian, du hast noch. Nicht ganz durch, ne? Okay. Na gut, mit dem Update, wie gesagt, hier war noch die Sache, alles wieder aktivieren, was man ausgeschaltet hat im Vorfeld, also den Wartungsmodus zurücknehmen, gegebenenfalls den Objekt-Cache wieder einschalten und dann natürlich beobachten, wie sieht es aus, mal eine Bestellung im Frontend durchspielen und dabei die entsprechenden Hinweise im Backend in den Logfiles im Auge behalten, um zu sagen, okay, mein Update hat funktioniert, der Shop läuft wieder. Dann wären wir jetzt an der Stelle, wo wir sagen könnten, wir machen noch eine kleine Fragerunde direkt zum Update oder gehen noch so ein paar allgemeine Hinweise durch, um dann die Fragen zum Ende zu verschieben. Ich wäre für Letzteres in Anbetracht der Zeit. Mhm. Markus? Ja, bitte, auf jeden Fall. Gut. Dann wäre jetzt halt noch die Frage zu klären, was tun, wenn das Datenupdate nicht funktioniert. Julian hat das angesprochen, das kann also immer mal passieren, dass so eine Migration fehlschlägt. Ja, was soll man weiter sagen? Ursache ist zu untersuchen, um das genau zu tun.
kann man entweder, wie in unserem Guide beschrieben, das erweiterte Fehlerlogging aktivieren oder man wendet sich an den virtuellen Support oder seinen Servicepartner des Vertrauens. Datenbank-Update, Fehler dort heißen meistens auch, dass durch fehlgeschlagene Updates in früheren Versionen, Plugin-Deinstallationen, Wiederinstallationen oder wie auch immer, irgendwelche Datenfehler entstanden sind. Die sind oftmals dann auch tatsächlich nur durch Eingriff in die Datenbank behebbar. Deshalb an der Stelle gucken, dass man es ordentlich dokumentiert, was genau ist passiert, welche Migration ist betroffen und sich dann entsprechend Hilfe holt. Nach Möglichkeit sollte man auch hier wieder dokumentieren, was habe ich gemacht, was war der Fehler. Kann gegebenenfalls auch die Daten, wenn es jetzt bei einem Upgrade in einem Testsystem aufgetreten ist, die Daten schon im Original bereinigen. Dann hat man dann dort im Live-System-Upgrade dieses Problem nicht. Und meistens sind es tatsächlich irgendwelche, naja, ich sage jetzt mal Datenleichen oder falsche Verknüpfungen. Ja, und dann eben, wenn man es im Original bereinigt hat, neues Backup und das Ganze nochmal versuchen. Und eben wichtig, Problem und Lösung dokumentieren. Es ist schön für sich selbst, gerade wenn man sagt, man spielt das Upgrade am Testshop durch. So eine Handlungsanleitung, so einen roten Faden oder auch eine Checkliste erstellt, was ist in welcher Reihenfolge zu tun, dann wird das Upgrade selbst im Live-System entsprechend weniger Zeit verbrauchen. Und beim Thema Zeit ist es natürlich auch wichtig, im Testsystem zu gucken, wie lange habe ich denn jetzt gebraucht, wie viel Downtime muss ich für mein Shop-Upgrade einplanen. Noch ein bisschen zu Testsystemen selbst. Wie ist das eigentlich mit der WAVI-Anbindung während meiner Testphase, wenn ich also jetzt tatsächlich solch einen geklonten Shop oder einen Shop mit einem Backup aus meinem Hauptshop aufsetze, wie sollte ich den an die WAVI anbinden? Da gibt es natürlich die Möglichkeit, entweder gar nicht. Ja, das ist, wenn ich jetzt nicht direkt mit diesem Testserver auch die WAVI-Anbindung, spezielle Attribute oder ähnliche Sachen testen möchte, dann habe ich in meinem Datenbank-Update oder nicht meinem Update, in meinem Backup alle Artikeldaten auch enthalten, sodass ich die WAVI-Anbindung an der Stelle nicht brauche. Oder ich binde die WAVI über ein entsprechendes Multishop-Modul an oder nutze auch für die WAVI einen entsprechenden Klon. Dass ich sage, ich habe also auch eine Test-WAVI neben meinem Test-Shop. Was ich auf keinen Fall machen sollte, und ich hoffe, das verbietet sich von selbst, dass man die Produktiv-WAVI an den Test-Shop anbindet. Das kann eigentlich nur Probleme geben, indem dort Inkonsistenzen entstehen mit Bestellungen für fiktive Kunden oder Kunden, die dann plötzlich in meinem Testsystem auftauchen. Also das will keiner, deshalb auf keinen Fall die Produktiv-WAVI an den Testshop anbinden. Wenn alles erfolgreich durchgelaufen ist, stellt sich dem einen oder anderen die Frage, ich habe jetzt hier so lange gemacht und ich habe meinen Testshop jetzt so, wie er sein soll, warum soll ich den nicht gleich als Hauptshop übernehmen? Frage ist berechtigt. Und ich kann sie an der Stelle nur mit einem eindeutigen Jein beantworten. Der Aufwand für das Datenupdate, den habe ich in jedem Fall. Egal, ob ich nun sage, ich behalte mein Testsystem und biege da die Domain um. Das ist, glaube ich, an der Stelle noch das technisch kleinste Problem. Aber mein Testshop oder mein Hauptshop läuft ja in der Zeit, während ich an meinem Testshop arbeite, weiter. Ich habe also dort neue Bestellungen drin, gegebenenfalls neue Kunden. Die muss ich alle irgendwie in den Testshop bringen. Also müsste ich wieder ein Backup machen, ein Backup einspielen. Mit einem eingespielten Backup aus einem Vierer-Hauptshop muss ich also doch auch wieder dann ein Datenbank-Update und eine entsprechende Migration machen. Also diesen Aufwand habe ich in jedem Fall. Deshalb ist es aus unserer Sicht besser, einfach die Änderungen, die man im Testshop macht, ordentlich zu dokumentieren und dann im Hauptshop nachzuziehen. Ja. Dafür dann Zeit einplanen, im Optimalfall natürlich während der Supportzeiten von JTL und am besten terminlich mit einem entsprechenden Servicepartner abgestimmt für den Fall, dass doch irgendetwas auftaucht, was
nicht so geplant war. Wartungsarbeiten ansetzen, und für die eigenen Kunden ist es natürlich schön, diese auch im Vorfeld anzukündigen, nach dem Motto, unser Shop ist vom bis nicht erreichbar, kann man sich in aller Regel besser darauf einstellen, als wenn man jetzt schnell was kaufen möchte und dann ist der Shop zu. Also hier hat man dann mit der Erfahrung aus dem Testsystem gegebenenfalls sogar die Chance, es zeitlich sehr genau einordnen zu können. Und nochmal der Hinweis, Backup aller Daten, Dateien, Inhalte erstellen und prüfen. Ja. Nichts ist, wenn man kein Backup hat und irgendwas geht schief, dann weiß man zumindest, dass man selbst schuld ist. Wenn man natürlich der Meinung war, man hat ein Backup gemacht und dann geht was schief, ist es umso ärgerlicher, wenn das Backup dann nicht das hergibt, was man sich erhofft hat. Ja, wie gesagt, unsere Empfehlung ist es, in dem Fall den Originalshop auf dem gleichen Weg abzudaten wie das Testsystem und mit der entsprechenden Dokumentation, die man sich selbst dort erarbeitet hat, sollte das dann eine überschaubare Sache werden. Um den Bogen jetzt zum Anfang zurückzuspannen, für mühelos sieht das doch nach einer Menge Arbeit aus. Aber wie ich am Anfang schon sagte, wenn man halt das mühelos im Sinne von wenig Mühe interpretiert, dann ist das sicherlich nicht so. Aber im Sinne von, es ist halt das Gegenteil von mühevoll mit entsprechender Vorbereitung, kann man auch sagen, hat es sich denn gelohnt. Die geringe Downtime des Hauptjobs und damit geringer Ausfall und geringe Umsatzeinbuße sollten im Endeffekt für jeden die Frage beantworten, ob die Zeit, die man in die Vorbereitung investiert hat, sich zum Schluss lohnt. Das ist eine Sache, die wir jetzt an der Stelle nicht beantworten können. Die muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich denke schon, in Vorbereitung investierte Zeit lohnt sich. Und in diesem Sinne wünschen wir, wenn auch kein müheloses in jedem Sinne Upgrade, so doch ein erfolgreiches, und viel Spaß mit JTL Shop 5. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und weiß nicht, ob wir noch ein paar Minuten für Fragen übrig haben. Ja, ein, zwei Fragen würde ich schon noch mit reinnehmen wollen. Hier kommt gerade die Frage, es ist keine Frage, es ist eine Aussage, Applaus, vielen Dank. Ja, das gebe ich an euch beide weiter, Falk und Julian. Danke für die Präsentation, wird hier gerade noch geschrieben. Sehe ich genauso. Vielen Dank für eure ausführliche Darstellung, von Shop 4 auf Shop 5 zu kommen, worauf es zu achten gilt. Ihr habt auch links und rechts der ganzen Upgrade- und Update-Nummer schön dargestellt, was zu was führen kann. Ich glaube, das hat ganz vielen Teilnehmern enorm weitergeholfen, wo es dann um so kleine Fragen geht, muss ich das unbedingt machen oder kann man da vielleicht auch drauf verzichten? Ne? Eine Frage, die ich hier, oder zwei Fragen, die wirklich sehr, sehr, sehr häufig kamen, wo ich auf jeden Fall im Live-Webinar jetzt noch drauf eingehen möchte. Ganz kurz und knapp, ist es auch möglich, direkt von Shop 3 auf Shop 5 abzugraden oder brauche ich zwingend einen Zwischenschritt? Ja, da braucht man leider zwingend den Zwischenschritt. Das ist die Mindestversion 4.0.2. Von Shop 3 auf Shop 4 wird nicht klappen. Ihr werdet nicht mal ins Backend kommen. Und selbst wenn es im Backend, wenn man ins Backend kommen würde, wir haben da wirklich einen Hardblocker drin, weil die entsprechenden Update-Befehle nicht da sind. Das heißt, die Ausgangslage passt einfach nicht mehr zu Shop 5. Das ist nicht möglich. Man muss zwingend leider am besten dann direkt auf 4.0.6.17 updaten und dann kann man auf Shop 5 updaten. Mhm. Und die ganzen Themen bezüglich Plugins und Templates muss man natürlich dann nicht doppelt machen. Man macht es nur für Shop 5. Aber der eigentliche Installation, Update-Prozess, der wird halt einfach um diesen Zwischenschritt verlängert. Okay. Die zweite Frage. Eine Ausnahme gibt es. Ja, bitte. Eine Ausnahme gibt es, und zwar bei unserem Hosting. Im Hosting machen wir das. Da haben wir mit sehr viel Workarounds und Umwegen gearbeitet, aber wir haben es hingekriegt. Im Hosting könnt ihr direkt
mit den Hosting-Leuten absprechen. Ich will auf den Shop 5 upgraden und den technischen Schritt, den übernehmen wir dann natürlich. Entsprechend werdet ihr, wenn wir sagen, hey, wir sind fertig, den Shop 5 sehen und nicht erst den Shop 4. So. Da vielleicht auch nochmal anknüpfend an die vorherige Frage bezüglich, ist das hier auch notwendig im selbst im JTL gehosteten Schritt? Beim JTL gehosteten Schritt ist aus diesem Update-Prozess nur der Schritt alles bis einschließlich Vorbereitung und alles ab einschließlich Nacharbeiten relevant. Alles dazwischen wird von JTL gemacht. Okay, also 1 zu 0 für JTL Shop-Hosting-Kunden. Okay, zweite Frage, wie gesagt, die auch sehr, sehr häufig kam, die 501 ist ja angesprochen worden, häufiger auch heute im Webinar. Habt ihr da eine Tendenz, wann die ungefähr kommen könnte? Brennt den Leuten unter den Nägeln zu erfahren? Könnt ihr da schon was zu sagen? Wollt ihr da schon was zu sagen? Also die Version 501 brennt uns selbst unter den Nägeln. Ja. Es ist ein wichtiges Update, um, wie Julian das sagte, die Sachen, die halt trotz unserer Tests im Vorfeld erst dann tatsächlich im Live-Betrieb aufgefallen sind, für euch bereitzustellen. Sie ist aktuell rein technisch fertig. Wir müssen in Anführungsstrichen nur noch die Qualitätssicherung machen. Sprich, wir müssen alles nochmal testen und vorbereiten. Und das nimmt etwas Zeit in Anspruch. Aber wir sind sehr stark daran selbst interessiert, das möglichst noch im Januar hinzukriegen. Genau. Also QA hat heute im Grunde gestartet. Sollten wir tatsächlich keine neuen Probleme feststellen, dann sehe ich eigentlich auch bei Januar kein Problem. Deswegen können wir aber keine verbindliche Aussage machen. Wenn wir Probleme finden, dann müssen die erstmal wieder behoben werden. Dann müssen sie nochmal getestet werden. Und wir wollen uns natürlich eine Version bieten, die nicht wieder kritisch neue Probleme produziert, die vorher in der 5.0 gar nicht da waren. Natürlich, ja. Okay, wir haben noch eine ganze Menge offene Fragen. Die würde ich an dieser Stelle aber mitnehmen wollen und dann in den nächsten Tagen, das wird realistisch gesehen in dieser Woche aufgrund der Webinare nichts werden, aber relativ schnell danach ein kleines FAQ zusammenstellen. Ich glaube, da bekommen wir dann auch nochmal ganz schön zusammengefasst, worum es heute ging, im Zusammenspiel halt mit der Präsentation, die der Falk per PDF zur Verfügung stellt, die wir euch natürlich auch mit rumsenden dann. Wir könnten bestimmt noch eine Stunde füllen anhand der Fragen, aber ich denke, das ist relativ sinnfrei, jetzt hier dann wirklich auch ins Tausendstel zu gehen. Ich glaube, es ist einfacher dann, in einem FAQ das schön zusammenzufassen und allen Teilnehmern gleichermaßen dann zur Verfügung zu stellen. An dieser Stelle, Falk, Julian, vielen, vielen Dank für euren Vortrag, für eure Zeit heute. Euch, liebe Teilnehmer, natürlich auch vielen Dank. Und vielleicht bis morgen. Wir würden uns freuen. Morgen geht es um das Nova-Template. Auch dazu heute ein paar Fragen dabei gewesen. Morgen nochmal reinschauen. Morgen Nova-Template und On-Page-Composer. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und bis morgen. Danke und tschüss. Alles Gute.